Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück im neuen Jahr mit neuen Folgen, neuen Gästen und einem völlig neuen Musical und mehr Podcast. Wir starten das Jahr mit einer Überfliegerin des letzten Jahres. Niasa Alberta habe ich bei Sister Act in Hamburg kennengelernt als Alternate Dolores. Was ist denn überhaupt ein Alternate? Nun, das kann euch niemand besser erklären als Niasa. Und was harte Arbeit, Geduld und Liebe zu Geschichten einem Menschen bescheren kann, das hört ihr jetzt. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Ich habe mich echt so gefreut. Ich fasse es nicht, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Ja. Das stimmt, ich weiß es auch gar nicht. War es eine Premiere oder so? Ich glaube, ja, stimmt, danach bestimmt auch nochmal. Aber ich glaube, die Premierenfeier von Sister Act Oberhausen, kann das sein? Ja, kann sein. Das ist unendlich lange her. Ja, was war das? War das 14? Ich glaube. 15 oder so, ja. Weil danach irgendwie... Wow. Krass, ja. Ja. Du, gut Ding braucht Weile, jetzt haben wir es wieder geschafft. Genau. Das ist doch wunderbar. Aber das beantwortet gleich meine allererste Frage an dich. Wo haben wir uns kennengelernt? Das ist witzig, weil ich habe zufällig gestern ein bisschen reingehört und so. Und ja. Ich habe nämlich schon gedacht, also, wo haben wir uns... Also ich wusste natürlich Sister Act. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, du bist schon gekommen in Hamburg. Mhm. Genau. In dem zweiten Jahr bist du gekommen, ne? Genau. Das heißt, ich war dann eigentlich weg in dem zweiten Jahr, aber ich bin dann ziemlich oft eingesprungen. Du warst, also für mich, in meiner Wahrnehmung warst du Tyler Carsten immer da. Genau, ja. Ich habe ja nach dem ersten Jahr aufgehört und dann bin ich ja, jeden Monat mindestens ein, zwei Mal eingesprungen. Genau. Glaube ich. Und ich weiß noch, dass du auf jeden Fall dann neu in der Cast war und eine meiner größte Erinnerung an dich ist, dass wir einmal dann haben wir zusammengespielt, du hast Mary Robert gespielt und du hast dann irgendwann dieser hohe Ton in Singt hinauf zum Himmel gesungen und ich dachte nur, wow, also ich habe jetzt was für Volumen und wie klar und wie mega Stimme. Und ich war echt total flabbergasted von dir. Genau, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja, das hast du mir dann gesagt. Aber ich war damals schon genauso rot wie jetzt, glaube ich. Genau. Aber der Moment ist mir immer beigeblieben. Und ich weiß auch noch, dass wir dann, ich glaube, in Stuttgart, ich gehe mal davon aus, dass das Stuttgart war, dass du dann eine Zeit hast, wo du ein bisschen gestruggelt hast mit deiner Stimme und so. Das war noch Hamburg, war das? War es noch Hamburg? Ja. Genau, und da habe ich gedacht, come on, Martina, was ist da los? Oh. Aber hey, das kennen wir alle natürlich. Ja, genau. Und da habe ich nur gedacht, ich hoffe, dass du das irgendwann wieder auf die Reihe kriegst, weil das, ja, ja. Brauchst du meiner Meinung nach gar nicht zu haben. Ja, und du weißt, wie es ist. Man hat dann irgendwann, läuft es nicht so oder kann man es nicht kontrollieren auch. Ja. Ist es so eine, was rutscht dir weg und auf einmal baut sich da so ein Konstrukt im Kopf aus. Ja. Ist so ja, das ist lächerlich. Das Schlimmste überhaupt. Ja. Kennst du auch? Kenne ich auch, ja. Ich habe, ich habe ja ziemlich spät angefangen mit Singen sowieso. Ne? Ich bin angefangen als Tänzerin, also ich habe seitdem ich 3 bin Ballett getanzt. Ach, wirklich? Ja, und immer Ballett. Und dann eigentlich wollte ich zur Ballett Academy. Mhm. Dann habe ich auch mal vorgetanzt und haben die gesagt, dein Körperbau ist nicht die richtige. Dann habe ich gedacht, okay, dann halt nicht. Mhm. Wie alt warst du da? Ja, ich würde sagen, dass ich da, ich weiß nicht, da war ich jung, also unter 10. Wow. Würde ich sagen. Wow. Und da sagt dir jemand so? Ja, glaube ich schon, ja. Krass. Und, aber irgendwie hat es mich damals nicht so gestört oder so. Ich habe nicht, ich weiß nicht, dass meine Welt zusammengebrochen ist oder so. Naja, dann irgendwann hat eine Freundin gesagt, lass uns mal vortanzen für die Tanzausbildung in Amsterdam. Mhm. Habe ich gedacht, was ist, kenne ich nicht. Ich so, okay, machen wir. Ne? Da habe ich auch in dem Jahr so ein bisschen angefangen mit Street Dance, damit ich ein bisschen mehr andere Sachen konnte und so.
haben wir vorgetanzt, da bin ich das erste Jahr nicht angenommen worden. Und bei der Audition musste ich singen. Mhm. Und ich habe dann, ich dachte, okay, ich habe nie gesungen. Also ich habe zu Hause mal mitgesungen, ich habe zu Hause, weiß ich noch ganz oft, als dann Pavarotti, der Italiener. Andrea Bocelli. Ja. Time to. Ich habe schon mitgesungen und meine Mutter, ja, sag, hör auf. Oh nein. Mehr aus Spaß, nicht, dass sie gesagt hat, dass ich erst nicht gesungen habe oder so, aber irgendwie so. So. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich singen, was singe ich dann? Ich muss was irgendwas Einfaches singen, damit ich einfach da durchkomme. Okay. Dann habe ich Life ausgesucht von Desperi. Life, oh life, oh life. Ja, super, also schöner Song, aber geht nirgendwo hin. Ja. Super tief, super easy. Aber dein Timbre kommt sicher geil raus bei dem. Genau. Also ich habe die Audition gemacht, ich bin es leider damals nicht geworden. Ja. Und dann habe ich in dem Jahr, dann gab es eine Vorausbildung quasi von der Hochschule. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich das einmal, das war eigentlich jeden Tag, so 5 Tage die Woche. Ja. Ich bin dann immer Freitag dahin gefahren aus Groningen. Da bin ich geboren, ja, in Groningen. Dann habe ich, ich habe Englisch studiert in dem Jahr an der Universität und ich bin dann jeden Freitag nach Amsterdam gefahren. Also schon als Studium, also Studiengang, da warst du mit der Schule schon fertig? Genau, und das war nach meinem Gymnasium. Ach, okay. Also ich habe die erste Audition gemacht, warte, da muss ich zurück. Ich glaube, als ich 18 war, würde ich sagen. Okay. Wie gesagt, bin ich nicht geworden, ja, bin ich es nicht geworden, dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich jetzt ein Jahr Englisch. Mhm. Und wie gesagt, ein Jahr lang bin ich dann jeden Freitag nach Amsterdam gefahren, um da so ein bisschen diese Vorausbildung zu machen. Mhm. Das wurde auch unterrichtet von Lehrern, die auch bei der Ausbildung waren, also ja, in der Hochschule. Da habe ich gedacht, dann lernen sie mich kennen, ich lerne die ein bisschen kennen und na, schauen wir ja mal. So. Und dem Jahr habe ich dann auch in Groningen angefangen mit Gesangsunterricht, mhm, bei einem Deutschen übrigens, Tino, oder Tilo heißt er. Genau. Es gibt auch Deutsche in Holland, ja, mal umgekehrt, das gibt es ja nie. Genau. Okay. Ja, bei dem habe ich dann ein Jahr Unterricht genommen und dann haben wir sehr hart gearbeitet an Out Here On My Own von Fame. Mhm. Genau. Das war dann mein zweiter Audition Song für das nächste Jahr, genau. Und jetzt, wo ich das so erzähle, denke ich auch, weil wir mussten auch ein Solo machen, Solo-Tanz machen. Und dann habe ich auf Queen of the Night von Bodyguard mein Solo-Tanz gemacht. Hör auf! Und jetzt denke ich, ah, witzig, weil ich, ja. Ja, krass, witzig! Genau. Wie cool! Genau, überlege ich mir gerade. Ja, jedenfalls bin ich dann das zweite Mal bin ich angenommen worden. Mhm. In welchem Lehrgang, weil ich habe das jetzt verstanden, dass das ist bei euch anders als bei uns. Genau. War das der Musical-Lehrgang oder der Tanzlehrgang, weil die Hochschule hat verschiedene Abteilungen, genau, oder? Genau. Erstens gibt es verschiedene Hochschulen. Ah, okay. Also das ist schon mal eine Sache. Und manche haben Schwerpunkt Tanz, mhm, manche Schauspiel, manche auch Gesang. Mhm. Also bei uns war es Tanz, also eigentlich war es die Jazz-Musical-Tanzausbildung, die ich gemacht habe. Okay. Genau. Und ja, dann habe ich also, ja, im ersten Jahr, dann bekommen alles mögliche an Tanz, mhm, Steppen, klassisch, verschiedene Sorten, modern, Jazz, verschiedene Arten Jazz, Hip-Hop, crazy. Gesang, Schauspiel, es ist einfach, man ist auch wie ein Sponge. Ja, man saugt eigentlich alles auf. Ja. Man war da von 9 bis 6 manchmal in der Schule, aber war alles cool. Und dann im zweiten Jahr wurde man gewählt, ob man die Musical-Richtung machen konnte oder die Tanzrichtung. Aha. Genau. Und dann durfte ich die Musical-Ausrichtung machen. Eigentlich war es der Plan, dann so ein bisschen eine Mischung zu machen, weil, mhm, Tanzen war immer, wie gesagt, immer mein Ding. Eigentlich nicht. Genau. Wie, kannst du dich noch erinnern, wo deine Freude fürs Tanzen angefangen hat?
Ja, ich habe als Kind immer getanzt. Also es gibt auch bestimmt irgendwo noch Bilder, wo ich in meinem Windel vor dem Fernseher stehe und tanze. Oder okay. Meine Schwester hat immer Ballett gemacht. Mhm. Das wollte ich dann auch. Dann habe ich mit 3 angefangen. Super jung. Easy, ja. Mega jung. Aber ja. Natürlich, was kleine Kinder sehen, ja. Wollen sie nachmachen. Genau. Ne? Und ja, dann, ich weiß noch, dann bin ich einmal, sind wir gucken gegangen und dann sind wir da angekommen und dann habe ich mich nicht getraut. Und dann bin ich erstmal nicht gegangen, dann bin ich erst später ein bisschen okay. gegangen. Aber es war mit 3 habe ich angefangen, auf jeden Fall. Ja, und ich habe immer so, wie gesagt, Whitney Houston, ich habe früher als Kind immer gesagt, dass ich Diana Ross bin. Ah ja, guck. Genau. Existence. Ja, genau. Don't get it twisted. Ja, und immer, ja, immer, wenn Musik da war, habe ich immer getanzt. Und wo war dann der Break, dass du gesagt hast, du gehst jetzt in die Musical-Richtung, und also in die Gesangs-? Ja, das mit dem Singen, wie gesagt, das ist echt erst während der Ausbildung mit 18, 19 gekommen. Mhm. Wie gesagt, ich bin dann ja angenommen worden, dann habe ich natürlich mehrere, wir hatten dann einmal pro Woche hatten wir Gesangsunterricht, super wow. wenig. Ja, eigentlich. Auch nicht viel. Aber die haben immer gesagt, ja, du hast ein schönes Timbre, aber ne, aber ich habe auch Aufnahmen. Also wenn ich die jetzt höre, denke ich, oh mein Gott, das würde ich heutzutage komplett anders sehen, natürlich. und ich weiß noch, um noch zurückzukommen über diese Blockade, Block. Weil ein Lehrer hat zu mir, also wir hatten auch Chorsang. Ja. Und der hat immer gesagt, ja, Sarah, du singst im Keller, mach mal du mal eine Partie, ne, so. Und irgendwie, ich habe das verstanden als, ich kann nicht hochsingen oder du sollst nicht hochsingen oder was auch immer. Keine Ahnung. Okay. In meinem Kopf war es tief. Also okay. Und ich habe wirklich jahrelang noch gehabt, dass wenn ein hoher Ton kam, dass ich dachte, oh mein Gott, here we go. Okay. Dass man diesen Stress ne, gespürt hat. Und naja, ich kann dir auch gar nicht sagen, wann das genau weggegangen ist. Ich würde sagen, vielleicht so während Sister Act vielleicht. Gab es irgendeinen Moment, wo du dir gedacht hast, so, nee, jetzt hau ich den Hut drauf, jetzt höre ich auf, mir Sorgen zu machen? Ja, jetzt, ja, das Ding ist, bei mir war es, wie gesagt, in Holland ist es so, ich glaube auch in Deutschland eigentlich, dass man, sie machen oft Leute so in Schubladen. Ja, ja, genau. Nach meiner Ausbildung habe ich dann mein Praktikum bei König der Löwen in Holland gemacht. Ja. Als Tänzerin bin ich da angefangen, als Gazelle. Und dann im zweiten Jahr konnten wir In-House Auditions machen. Als Tänzerin, als Geselle? Ja. Okay, das musst du mir erklären, weil das ist wieder anders als bei uns. Bei König ja. der Löwen ja. gibt es ja diese Gazellen. Ach so, als Gazelle. Gazelle, sorry. Entschuldigung, weil es gibt... ja, okay. Ich dachte, du meinst Geselle und so von wegen, ach so, ist das wie beim Bäcker? Ist man in Holland zuerst Geselle und dann ist man Meister, wenn man fertig ist? Als Gazelle. Ja, genau. Ich habe dann, wie gesagt, in Holland bei König angefangen als im Ensemble, als Tänzerin, Gazelle. Ja. Und im zweiten Jahr konnte man dann In-House Auditions machen für Rollen und so. Und dann habe ich Auditions gemacht für Nala, Shenzi und Sarabi. Mhm. Und ich weiß noch, eine von den Leuten hat dann zu mir gesagt, wieso hast du uns nie gesagt, dass du singen kannst? Also ich dachte, erstens, warum muss ich das so sagen? Zweitens, wieso gehst du davon aus, dass ich nicht singen kann? Weil ja. das ist ein bisschen das Ding, ne? Wenn du Tänzer bist, denken Leute oft, du kannst nicht singen. Ja. Genau. Und dann habe ich aber Covers bekommen für Shenzi und Sarabi, habe ich die Covers bekommen. Und dann bin ich aber nach dem ersten Jahr da auch, habe ich aufgehört. Okay. Dann habe ich, Sarabi habe ich noch gespielt, Shenzi glaube ich nicht mehr. Mhm. Nachher ist jemand, war schwanger und eine ist gegangen, dann bin ich wieder zurückgegangen und dann habe ich Nala, Shenzi und Sarabi gespielt. Oh krass. Als Cover. Und Swing für alle Tracks, yay. Außer Rafiki. Und dann war so das war in 2006 bis 2008, nee, 2004 bis 2006 war ich in Holland. Okay. Genau. Und dann kam die Anfrage, ob ich hier nach Deutschland kommen wollte, um ein halbes Jahr einzuspringen, weil jemand sich verletzt hatte bei König. Mhm.
Aber sie wollten mich dann als Sängerin haben. Mhm. Und dann dachte ich nur, ich bin ja, in meinem Kopf bin ich nicht eine echte Sängerin, ne? Ja, genau. Und ja, dann bin ich hierhin, war ich jetzt also Sängerin, Cover Nala war ich dann. Ja. Und da ist also das ist ein bisschen, glaube ich, weil ich bin hier, wie gesagt, hier gekommen als Sängerin. Ja. Und ich glaube also, dass das die Menschen hier in Deutschland mich als Sängerin kennen. Also würde ich mal so sagen, ja. Und ich habe dann gedacht, okay, I don't know. Aber das habe ich damals gar nicht so erfahren. Und ich weiß noch, dass ich dann auch ein bisschen versucht habe, Leute, dass Leute nicht wussten, dass ich tanzen kann, okay. Damit, ja, damit man andere Chancen bekommt. Ja. Ich habe, klar, als ich eine Audition habe, habe ich einfach volle Kanne gegeben, aber ich wollte, ich habe dann auch ganz lange nicht mehr getanzt eigentlich. Ja, ja, und das hat mir dann auch irgendwann total gefehlt. Aber ja, dieses, wie gesagt, das Tanzen ist seit immer drin. Ich traue mich, muss ich jetzt sagen, mittlerweile würde ich auch nicht sagen, dass ich jetzt eine großartige Tänzerin bin. Aber damals dachte ich, ja, ich bin Tänzerin. So. Ja. Ich habe wirklich noch ganz lange gebraucht. Na, das würde ich wirklich sagen, so seit den letzten 2-3 Jahren, dass ich sage, ich bin eine Sängerin. Und das ist noch immer mit so einem kleinen Ding, so denke, oh. Du weißt ja. Aber auch, dass du beides sein darfst, ne? Klar. Du kannst auch fantastische Tänzerin und Sängerin klar. Sein. Ist mach dich so. Vielleicht ein bisschen unsympathischer und mehr Neid, aber nein, aber ist doch mega, ja. Wie schön, dass das sich noch freigesetzt hat. Ja. Nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, wie lange ging die Ausbildung, die du gemacht hast? Ja, also die Ausbildung, die Jazz-Musical-Ausbildung ging eigentlich 4 Jahre. Mhm. Und im 4. Jahr macht man dann ein Praktikum in Holland. Und das ist wirklich einfach so, wie gesagt, ich habe 8-mal die Woche König der Löwen gespielt. Das war dein Praktikum? Genau, das war mein Praktikum. Holla die Waldfee. Genau. Das war Original-Cast, wir waren auch die größte Cast, die es damals gab. Wir waren mit 60 Leuten in der Cast. Was? Ja, war wirklich super viel und groß. Und ich habe das gemacht für... wahrscheinlich ein Drittel von den Leuten, die haben. Aua, aua, aua. Genau. Und wie kommt man an so, also bewirbt man sich da wirklich auch als wie um eine Praktikumsstelle? Genau, man muss einfach normal bewerben. Das ist ja lustig. Aber du hast da trotzdem eine Audition, also du musst vorsingen und alles. Du kriegst nur nicht bezahlt dafür. Nö, wenig. Genau. Ja. Okay. Genau. Gut. Ja. Und wie gesagt, eigentlich geht man in seinem 4. Jahr mit Praktikum, aber weil König in 2004 angefangen hat, da war ich noch in meinem 3. Jahr. Mhm. Und dann haben sie uns, ich war noch mit noch einem Mädel zusammen, haben sie uns erlaubt, früher mit das Praktikum zu machen. Mhm. Also ich habe die Ausbildung eigentlich 2,5 Jahre gemacht. Mhm. Dann habe ich mein Praktikum gemacht und eigentlich war dann der Plan, danach wieder zurückzugehen in die Schule, dass ich dachte, oh mein Gott, das wird das Schlimmste überhaupt. Aber dann haben die, eine Lehrerin von der Ausbildung hat ein Stück gemacht und ich habe nein. Mhm. Oh, genau. Toll. Ja, und die haben damals gesagt, wenn ich da im Ensemble mitmache, dann muss ich nicht mehr zurück in die Schule. Auch natürlich für 2 Euro. Ist das gemein? Ach ja. Wie gesagt, das war mir damals lieber, genau, ich wollte also zurück, also ich glaube, das wäre echt komisch gewesen, wenn man so schon gesehen hat, wie das Echte funktioniert. Ja. Und dann noch die Ausbildung ist ja da, um sich vorzubereiten. Genau, ja. Genau, also da war ich eigentlich auch froh, dass sie mir das dann so ermöglicht haben. Ja. Genau. Krass. Ja, und ich denke, jetzt auch noch witzig, weil eigentlich, ich habe damals auch Audition gemacht für König der Löwen in Deutschland 2001. Ja. Da hatte ich ja aber gar keine Ausbildung. Ja. Und es gab in der Zeit AIDA und König. Mhm. Dann stand in der Zeitung, Leute gesucht, um Audition zu machen. Okay, cool, gehe ich hin. Keine Ahnung wieso, aber ich bin da hingegangen. AIDA habe ich dann nicht bekommen, aber bei König war ich in den Finals. Wirklich? Ja. Ich bin dann nochmal nach Hamburg für die Finals gekommen, mhm.
Ich kann dir auch gar nicht sagen, wo das war in Hamburg. Wir waren aber hier. Ja. Das war Koninginnetag in Holland und meine Eltern haben mich nach Hamburg gefahren. Und ich bin dann bei der Audition so, und ich weiß auch noch, der Aubrey Lynch heißt der, der Associate Choreograf, würde ich sagen. Ja. Der hat auch wirklich mich gepusht für ja, mich. Ne? Der wollte dich. Ja, wirklich, komm mal, komm mal. Aber ich war so nervös bei diesen Finals. Ich bin total, ich habe mich total zu ja. gemacht. Irgendwie. Und irgendwie, ich, weil der Anfang von der Tanzroutine war das gleiche. Und dann haben sie noch ein Stück dran festgemacht. Ja. Und irgendwie, ich konnte nicht mehr. Ich war total blockiert. Blockiert. Oh Gott. Habe ich es also nicht bekommen. Aber das war, dann wäre ich schon seit dem Anfang, dann... Dann hätte ich die Auswahl gar ja, genau, da wäre ich, das wäre eine ganz andere Bahn, also eine ganz andere Route Lachbahn gewesen. Ja. Aber sag mal, das kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor. Hat Gino nicht was das Gleiche erzählt? Witzig, weil ich habe gestern auch die Geschichte von Gino gehört, da habe ich auch gedacht, ach, das ist ein bisschen Ähnlichkeit ja. sind da. Ja, stimmt. Der auch früher weg ist und so. Ja, genau. Ja, stimmt. Der war auch früher mit Praktikum für Fame. Und Fame... Nein. Das war das erste Musical, was ich gesehen habe mit Gino. Ja, er hasst nein, das erste, wirklich. Ja. Er hasst es, dass ich, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil ich fühle mich so alt. Ah. Also das war mein, ja, das hab, als ich Fame gesehen habe, das war's. Als ich Fame gesehen habe, das, dachte ich, das will ich auch. Hör auf, wirklich? Ja. Ja. Na klar. Ja. Okay, dann hast du das Praktikum gemacht. Dein erstes Audition-Jahr war das Praktikum zu bekommen wahrscheinlich bei König. Weißt du noch, wo du warst, wie du dich gefühlt hast? Oder? Ja, ich war in Amsterdam. Ich habe dann alleine gewohnt. Mit mein, also meine Cousine war nebenan und ich glaube, es war in der Urlaub. Das war im Urlaub, das war im Sommer, in den Sommerferien. Mhm. Haben die irgendwann angerufen, glaube ich. Ich glaube, ich war zu Hause und ich habe nur gedacht, okay, ja, cool. Ja, und danach natürlich so aufgelegt, so, oh mein Gott. Ja, das war sehr krass, ja. Schön. Ja, König, das ist so lange her. Ja. Aber auch so ein großer Teil dann deines Lebens geworden, also. Ja, auf jeden Fall, auf und jeden Fall. Wichtig, dass er dir den Nagel aus dem Kopf gezogen hat, dass du denkst, dass du keine Sängerin bist. Also das wäre ja... Ja, das ist jetzt traue ich mir das zu sagen. Das würde ich doch sagen. Na, was hast du dann alles gemacht? Sister Act, Dolores, natürlich rauf und runter und eine der tollsten, aber ich finde, das bist so du. Das oh. ist so wirklich wie Typecast-mäßig. Einfach das Herz und auch den Drive dafür und diese krasse Stimme. Das war, ja, also ich war total baff, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und gehört habe. Genau, wie ging es dann weiter? Also nach König der Löwen erstmal. Also nach König der Löwen, dann bin ich angenommen worden in der Schweiz, in St. Gallen, für Hairspray. Ja. War einer von den Dynamites. Dann habe ich noch We'll Rock You gemacht in Stuttgart. Mhm. Genau, da war ich Ensemble Cover for Ozzy. Mhm. Cool, das kann ich mir auch gut verstehen. Da habe ich meinen Rock-Chick entdeckt. We all have an inner Rock-Chick. Ja, genau. Und dann ging es nach Köln für Hairspray wieder. Mhm. Ist also, war da die Originalfassung von Broadway quasi. Mhm. Mit dem Creative Team? Genau, mit dem Creative Team. Leider ist das gar nicht so gut angekommen. Da hatten wir teilweise wirklich nur... 200 Leute im Publikum. Was? Wie ja. das? Werbung oder? Ich glaube, ich würde sagen Werbung, aber ich glaube auch, ich glaube, dass so die typisch amerikanische Humor nicht immer gut ankommt in Deutschland. Mhm. Dieses ja. ganz hihiha. Genau, und ich glaube, ich, wie gesagt, die Fassung, die wir in der Schweiz hatten, ist super gelaufen. War immer ausverkauft, Leute haben sich wirklich amüsiert und so. Und ich glaube auch die Produktion, ich habe das immer das Gefühl mit Hairspray, dass es, wenn es inszeniert wurde von einem Deutschen, dass es irgendwie funktioniert, weil die das Publikum verstehen. Ah, okay. Und die Amerikaner, ich weiß, das ist wirklich meine Meinung, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner immer
ja, das ist so der Art und Weise, so ist die Show für die und so machen wir das dann auch in Deutschland. Und ja, wie gesagt, das hat damals echt nicht funktioniert leider, weil das war echt eine gute Show. Wir sind dann auch früher, haben früher aufgehört, genau. Das war glaube ich 2009 oder so. Ja, und dann kam Sister Act in Hamburg. Ja, und Sister Act war auch, das war auch ein Rollercoaster. Also es gibt so ein paar Produktionen, wo ich super viel gelernt habe. Übers Leben, über mich oder das war also der König. Das war Sister Act. Was Sister Act war auch so eine ganze Runde, weil ich habe Audition gemacht, habe es dann eigentlich gar nicht bekommen. Und da war ich echt fertig, fix und fertig. Da habe ich noch gedacht, oh, vielleicht soll ich aufhören mit dem Beruf und alles super dramatisch natürlich. Ja. Aber ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen, geweint und einfach geweint. Das wollte ich so gerne. Und dann irgendwann war ich dann in Köln und dann wurde geklingelt, angerufen. Ja, so und so von Operettenhaus. Ja, wir wollten dir Ensemble-Cover Dolores anbieten. Und ich dachte, das wäre ein Witz. Ich dachte, jemand hat da... Ein Prank. Ja, keine Ahnung. Das war so aus... wie gesagt, ich dachte, ich bin raus. Ne? Ja. Naja, jemand hat dann abgesagt und deswegen konnte ich dann Ensemble Cover machen. Great. Oh Gott. Genau. Ja, und das, dann habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt meine Chance, die alle zu zeigen, dass sie damals einen Fehler gemacht haben. Genau. Und in dem Jahr habe ich auch super viel Ruhe gefunden auch nach Sister Act, sorry. Ja. Nach Sister Act, weil ich da, wie gesagt, nicht so viel gearbeitet habe. Ich habe dann auch festgestellt, also wenn man was ändern kann, ändert man es. Wenn man es nicht ändern kann, muss man gucken, ob man es so akzeptiert oder nicht. Und wenn man es akzeptiert, dann soll man auch aufhören zu meckern, ne, so. Und da habe ich wirklich, ja, da habe ich super viel Ruhe gefunden, auch Freude und gelernt, dass Sachen Spaß machen müssen. Dass ich, klar kommt es mit super viel Druck und ich kann mir auch richtig viel Druck machen. Also da bin ich echt ein Star. Ja? Ja, Pro. Aber irgendwann, meistens ist es dann auch so, dass ich dann irgendwann sage, ey, Nyasa, Spaß. Also, ah ja, klar. Und dann kann man sich ein bisschen entspannen. Ja. Das habe ich in dem Jahr nach Bodyguard, also... Nach Sister Act. Ach Mann, ja, nach Sister Act. Nach Sister Act, also nach dem ersten Jahr Sister Act wirklich gelernt. Ja, und dann ging es weiter in Stuttgart. Genau. Wo sie dir dann wieder was angeboten genau, haben. Genau, dann haben sie mir Alternates angeboten. Und wie war das für dich? Weil du bist eine der wenigen Kolleginnen, die ich kenne, das finde ich auch ganz spannend, die so oft ein Alternate ist. Was heißt das überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man das gar nicht kennt? Alternate. Alternate heißt, in meiner Meinung, die Show retten, wenn die anderen nicht können. Okay. Ja, ist vielleicht nur so ein bisschen hart gesagt, aber ich soll ja eigentlich das gleiche leisten als eine Erstbesetzung, ohne die Proben, ohne die Aufmerksamkeit, ohne das alles. Man muss wirklich viel selbst studieren, man muss viel lernen können oder vom Sehen, weil man sitzt in den Proben natürlich dabei und meistens ist es so, dass man natürlich grundsätzlich mit der Erstbesetzung probt und dann am Ende sagen sie, okay, nee, also mach du auch mal ein, zwei Mal. Ja, so. Hey! Ja, okay, cool. Stress. Und soll dann aber genauso auf der Qualität sein wie jemand, der jetzt da die ganze Woche probt. Genau. Ja, und das will man... Genau, und das will man natürlich auch, also für mich ist es dann auch so ein bisschen so eine Herausforderung, das dann auch in einem Mal so gut wie möglich zu machen natürlich. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist der Job. Ja, das ist nicht immer einfach. Das glaube ich dir.
Aber es ist auch, wie gesagt, es ist schon auch cool. Was machst du, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Weil ein Cover ist dann ja im Ensemble irgendwie. Genau. Ein Alternate nicht. Was tust du dann? Ja, was habe ich dann gemacht? Alles Mögliche. Manchmal treffe ich mich mit Freunden. Ich habe damals in Köln, während Bodyguard war ich ja auch Alternate. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss was machen. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu lernen. Ach cool. Kann ich jetzt noch immer nicht. Das ist der Genau. Ich habe, war das wie ein Bodyguard? Nee, der war Bodyguard vorbei. Dann habe ich einen Kurs Personal Styling gemacht. Oh. Genau. Aber das war eigentlich dann zwischen den Jobs sozusagen. Heißt das, dass du jetzt andere stylen kannst oder dass du dich selber stylen kannst? Ich könnte anderen stylen. Intrigued! Genau. Ja, sehr cool. Genau, weil ich habe irgendwann gedacht, vielleicht will ich irgendwann nicht mehr auf der Bühne stehen oder so und dann möchte ich irgendwas haben, wo ich auch irgendwie ein Passion für habe. Mode, Fashion fand ich immer schon cool. Dann habe ich gedacht, ja, dann habe ich diesen Kurs gesehen, war 10 Mal, glaube ich. Dann habe ich das gemacht, auch abgeschlossen, genau. Cool. Ja, aber ich mache ja nicht so viel damit, aber ab und zu, ich habe mal so ein Fotoshooting gestylt oder... Ach cool. Genau, einfach so Spaß, finde ich das ganz schön. Ja. Nice. Ja. Ja. Also das heißt, du musst aber auch nicht eben immer im Theater sein, wenn du... Nee. Nur wenn es ganz dringend ist, also wenn viele Leute krank sind oder so, ein Cutshow oder was auch immer, dann sagen sie manchmal, jetzt kannst du bitte im Haus sein. Mhm. Ja, aber das passiert nicht so oft. Und am Anfang natürlich, wenn noch nicht alle Covers fertig sind, dann bin ich auch meistens im Haus oder in der Nähe. Und jetzt habe ich, wie gesagt, hier in Hamburg wohne ich zum Beispiel auch ein bisschen zu weit weg. Deswegen, aber trotzdem ist das jetzt so eingegroovt alles, dass ich trotzdem zu Hause bleiben kann. Manchmal muss man dann einfach im Theater sein. Einfach warten, falls was passiert. Ich habe auch noch einmal gehabt, dass ich hier auf dem Sofa saß, mir erst da, kannst du bitte kommen? Das war Stress galore, aber muss man halt durch. Ja. Das ist auch ein Ding. Man muss auch mit viel Druck umgehen können. Ja. Also Last-Minute-Druck. Genau. Und ruhig und dann in dem wichtigen Moment ruhig zu bleiben. Ja. Was natürlich ganz in so einem Moment, wie gesagt, ich saß hier auf dem Sofa, ich hatte Sport gemacht, hatte gerade gegessen und dachte, ich muss gleich duschen, so, ne? Schnell noch unter die Dusche, innerhalb von 20 Minuten war ich dann im Theater. Unfassbar. Ich glaube, dann haben sie schnell Make-up gemacht. Ich glaube, ich würde sagen, innerhalb von einer halben Stunde stand ich auf der Bühne. Wahnsinn! Und dann muss man natürlich auch ruhig bleiben, weil es ist natürlich super easy, dann auszufreaken. Und das ist, ja, das gehört auch zu einem Alternate. Das ist eine geile Qualität. Ja. Da musst du erstmal jemanden finden, der das kann. Ja. Also, puh. Ja, ja. Genial. Ja. Und darf ich dich ganz ehrlich fragen, war das manchmal auch, weil du sagst, du kriegst auch nicht die Aufmerksamkeit, die zum Beispiel dann ein First Class kriegt. War das schwierig am Anfang mit sowas umzugehen? Ja, eigentlich ist es natürlich, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, wenn man eine Situation ändern kann oder wenn man eine Situation akzeptiert oder was auch immer, zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich Alternate mache, ich habe den Vertrag unterschrieben, das ist mein Job, das gehört dazu, Punkt. Ist auch alles so, bin ich auch okay mit, aber das Ego ist natürlich so manchmal, ne? Wie gesagt, da muss man halt mit klarkommen. Und es ist auch nicht so, es ist auch, ja, wie gesagt, man muss einfach mit klarkommen und sich realisieren, das ist mein Job. Mehr nicht. Wenn ich Erstbesetzung hätte sein, hätte ich den Job nicht nehmen sollen. Ne? Und mir war es in dem Moment wichtiger, die Rollen zu spielen, um diese Geschichten erzählen zu können, als dann die Aufmerksamkeit oder so. Ne? Ja. Und wie gesagt, für mich ist es sehr wichtig,
ja, wie gesagt, Geschichten zu erzählen, so ehrlich wie möglich. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Klar, es ist cool, wenn man mal die Aufmerksamkeit bekommt oder was auch immer und so. Aber in erster Linie ist es für mich die Geschichte erzählen. Guck mal, jetzt hast du gesagt, du hast als Tänzerin angefangen, dann wurdest du dann einmal zur Sängerin und jetzt sagst du, du bist die Geschichtenerzählerin, du bist die Schauspielerin eigentlich. Oh ja, genau. Ich würde sagen. Ja, aber irgendwie Schauspiel kann ich auch noch jede Menge zu erzählen. Ja. Also Schauspiel, das war während der Ausbildung ja. Das Schlimmste überhaupt. Nein, warum? Ich keine Ahnung, ich mochte es, also ich habe mich da irgendwie so nackt gefühlt. Okay. Wenn die gesagt haben, erst in 2 Wochen musst du einen Monolog machen, hatte ich 2 Wochen Stress. Okay. Ja. Ich kann dir auch echt nicht genau sagen, wo es herkommt, gekommen ist oder so. Aber ich war irgendwie furchtbar. Furchtbar. Und das war ja während Bodyguards in Köln habe ich dann auch gesagt, okay, Niasa, mach mal wieder ein bisschen, habe ich wieder ein bisschen Schauspielunterricht genommen. Mhm. Habe ich so einzeln Schauspielunterricht und ich weiß auch noch, jedes Mal, wo ich dahin gegangen bin, hatte ich dann wieder dieses Gefühl, oh Gott, ich will nicht, aber du gehst. Okay. Ne? So. Und es war auch immer so, wie gesagt, wenn es dann auf der Bühne war und allem drum herum, war es fein. Mhm. Aber irgendwie alleine so, keine Ahnung. Es ist für mich, okay. Ja, ganz, wie gesagt, für mich ist das Sprechen, keine Ahnung. Sprechen ist für mich sehr nackt. Da fühle ich mich sehr nackt. Okay. Aber hat es auch was damit zu tun, dass es nicht deine Muttersprache ist, oder? Nee, weil das Problem hatte ich ja in Holland schon. Ach so, okay. Ja, genau, das war während der Ausbildung, wo sie gesagt haben, ja, so mach mal einen Monolog. Ach so, okay. Also, ja, nee. Und ich habe dann auch noch, das war, glaube ich, 2-3 Jahre her oder so, habe ich einen Workshop gemacht von Susan Batson, das ist eine Amerikanerin, kennst du die? Mhm. Die hat ja ihr Buch Truth geschrieben und ich war einmal bei ihr in Amerika, in New York, habe ich einmal Einzelstunde bei ihr genommen. Ja. Und die kommt jedes Jahr nach Berlin. Und ach, das wusste ich gar nicht. Ja, oh. Ja, genau. Schick dir das mal. Oh, gerne. Jedes Jahr kommt sie nach Berlin für eine Woche und dann habe ich für einen Workshop. Und das habe ich dann gemacht. Ich dachte, okay, nee, also machst du es einfach und bla bla. Ey, das war für mich so. Ich habe mich eine Woche lang, waren die Tränen genau hier hinter meinen Augen und so intens. Ja? Das war so intens. Also, aber ich habe mich wirklich, gezwungen nicht, aber ich dachte, also komm, mach das einfach. Ja. Und ich weiß auch nicht genau, ob ihr Art und Weise genau die. Ja, schon. Also es geht manchmal sehr deep. Ja. Ne? Also es ist wirklich, wie gesagt, ihr Methode ist ja, Sachen in deinem eigenen Leben zu finden oder Personen, wo man diese Gefühle hatte ne? Und die dann nochmal triggern. Genau. Hui. Genau. Und da waren auch echt Geschichten dabei, dass man echt dachte, heftig. Ja. Ich habe selber, glaube ich, natürlich immer gemacht, immer geguckt, wo ich so Überschneidungen habe, irgendwas bei mir passiert ist oder was auch immer. Aber da ging es natürlich noch mal ein paar Schritte tiefer. Ja. Ja, aber das war einfach, ja, das war sehr hart. Wie gesagt, jetzt, es macht mir auch Spaß mittlerweile, aber ich glaube, vielleicht ist es einfach, das Machen ist fein auf einer Bühne, ja. Aber dieser Unterrichtsteil, finde ich, vielleicht ist das es auch. Ah. Genau. Aber wenn du jetzt ein Mikrofon hättest, eine Bühne und du dürftest nicht singen, sondern dürftest nur erzählen, wäre das was für dich? Nee, also ich müsste da wirklich, mich vorbereiten. Ja. Also ich würde es machen. Ja. Müssen wir vorbereiten. Ich weiß auch einmal, dann habe ich das war während der Ausbildung, habe ich sogar einen Monolog selber geschrieben über diese Ängste. Das ist ja cool. Genau. Leider weiß ich nicht mehr, wo es ist. Und vielleicht ist es irgendwo in einem Karton mit meinen Eltern. Oh, du musst das so. Solche Sachen sind im Nachhinein nochmal zu machen. So geil. Genau.
Und das ist auch super gut angekommen. Ja. Also die haben alle gelacht und es war wirklich witzig und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist hier los? Ja, das ist einfach diese Unsicherheit, die, ja, die irgendwie immer bleibt oder so. Mhm. Ja, ganz lösen kann man es eh nicht, ne? Wenn man mal so einen Dreher im Kopf drinnen hat, er begleitet einen. Man lernt ihn nur irgendwie besser in seinen Platz zu lassen, nicht überrannt zu werden von ihm. Genau. Also, und irgendwie denke ich auch, dass man es braucht. Also für mich, ich glaube, so ticke ich auch. Ne? Also dann weiß ich auch, wie gesagt, mit dem Druck oder so, ich kann mir super viel Druck machen. Aber ich weiß, wenn der Moment da ist, dann ist alles fein. Mhm. Aber davor... Schlimm. Okay. Ja, genau. Ja. Ich glaube, dann ging es nach Bodyguard. Ja, bin ich mir sicher. Da hatte ich noch so ein bisschen Pause auch dazwischen. Das sind aber die schönsten Zeiten. Ja. Was hast du gemacht? Was ich gemacht habe? Was habe ich denn gemacht in der Zeit? Nur wenn du es noch weißt. Weiß ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich damals nach New York. Ich glaube, habe ich damals nicht gemacht. Ich bin letztes Jahr nach New York gewesen für einen Monat. Einen ganzen Monat? Ja, das war ich schon immer. Ich wollte eigentlich 3 Monate, aber es ging irgendwie nicht. Aber ein Monat reicht ja. Das wollte ich immer schon. Was hast du gemacht? Ich habe da natürlich ein paar Shows geschaut, einfach Freunde besucht. Ich wollte einfach da leben. Ja. Ich habe auch in ein paar Bars gesungen. Mm. Ich dachte, ich gehe jetzt auch mal aus dem Comfort-Zone heraus und gucken, wie Leute reagieren. Und so. Ja. Das war auch super schön. Das war auch, ein Bar war ein Freund von mir, der hat die Green Card Lottery gewonnen, wohnt jetzt in New York. Bless him, wow. Genau. Und der arbeitet in einer Bar, Rebar heißt das, und jeden Montag haben die Marquee Mondays und das ist mit einem Drag Queen und noch ein anderer Mann und die macht jede Woche ist dann ein Thema, irgendein Musical ist das Thema. Ach cool. Und als ich da war, war es ein Hercules, aber es war, ja, die haben dann gesagt, kannst du was aus Hercules singen? Ist auch egal, sing einfach was. Ne? So. Alles klar. Dann habe ich da gesungen und alle sind da total positiv reagiert und so. Und das war einfach super cool. Und dann habe ich dann nochmal gesungen und habe gedacht, okay, jetzt suche ich auch noch irgendwo so ein Open Mic Night aus. Habe ich auch noch gemacht. Damn. Da durfte man so 15 Minuten durfte man einfach singen, was man will. Da habe ich dann 3 Songs gesungen. Das war einfach super spannend. Toll. Aber cool. Das finde ich ist die Königsdisziplin. Ja. Ich habe ja mal gesagt, eigentlich müsste man als Sänger einmal im Jahr sich in die Fußgängerzone stellen und dort singen. Ja. Ja. Weil das braucht so viel Mut. Ja. So viel Mut, da diese keine Distanz zum Publikum zu haben. Ja. Das macht wieder sehr humble. Yes, genau. Ja, und es war auch schön zu sehen, dass, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube vielen, oder für mich sowieso, wenn man denkt, Broadway oder Amerika, ne, alles groß, amazing, bla bla, und dass die Leute auf mich so reagiert haben, dass ich dachte, oh mein Gott, Megashow moves to New York. Nee, aber irgendwie hat mir viel getan, dass ich dachte, okay, so schlimm kann es nicht sein. Hätte ich dir vorher sagen können, aber gut, dass das so herausgekommen ist. Ja, das war cool. Ja, es war einfach schön da zu sein, wirklich. Das war echt. Ja, das würde ich auch nochmal machen. Hast du dir was mitnehmen können von dem Lifestyle da oder von den Leuten oder von einer Einstellung, die die da drüben haben? Naja, ich glaube, wie gesagt, New York, also ich weiß nicht, ob es Amerika grundsätzlich ist, aber New York auf jeden Fall sehr schnell natürlich. Ja. Ne? Und ich habe das Gefühl, auf der Straße sieht man so viele Musiker, so viele Leute, die irgendwas erzählen oder. Es sind so viele Leute, die machen einfach, die ermöglichen selber Sachen. Sie sitzen nicht rum und warten, bis eine Chance kommt. Also die machen selber Sachen möglich. Und das finde ich echt eine geile Einstellung, dass man nicht warten muss. Und das habe ich auch mit meiner Gesangslehrerin, die ist dafür, dass alle ihre Studenten ein Solokonzert machen. Mhm. Und das war dann auch, dachte, oh mein Gott, was soll das? Und das macht, ist egal wie, aber sie will damit zeigen, dass man lernt, dass man auch Sachen selber machen kann, dass man nicht warten muss auf eine Großproduktion oder eine Firma,
dass man einfach selber auch Sachen machen kann. Mhm. Und das habe ich dann, das war noch während Bodyguard, habe ich gemacht in Köln, das war super. Hast du ein Solo-Programm gemacht? Genau, ja. Großartig. Ja, das war sehr spannend und das war auch wieder so, das war wieder so ein Ding, was, wo ich dachte, wer will das überhaupt hören? Weil, ich, ja, wie gesagt, man muss alles selber organisieren, wo man es macht. Es hätte auch jemand Wohnzimmer sein können, aber ich habe dann eine kleine Venue gefunden. Mhm. Band muss, konnte auch so groß oder so klein, wie man wollte. Ich habe dann, wie gesagt, Klavier, Gitarre, Bass und Drums gehabt. Mhm. Zwei Backing Vocals hatte ich noch dazu. Und dann hieß es natürlich, ja, soll ich Eintritt fragen oder nicht? Dann habe ich gedacht, ja, wer will das überhaupt sehen? Wir machen es mal umsonst. Mhm. Weil, keine Ahnung, ob da Leute kommen und so. Ja, in, da in dem Raum passten, glaube ich, 80 Leute oder so. Und da waren, glaube ich, 120. Wolltest du doch jemanden hören? Ist alles klar. Aber es war so cool zu sehen, was man ja, da machen kann. Ja. Und da hatte man natürlich auch selber die Freiheit, auszuwählen, was ich singen wollte. Mhm. Mein, wie gesagt, auf der Bühne macht man immer, was natürlich das Team will, ne? Mhm. Und nicht oft darf man ein bisschen von sich, oder klar, versucht man immer, aber nicht so, dass ich, ah, weißt du was, ich mach das so. Mhm. Ne? Das geht natürlich nicht. Und da konnte ich natürlich alles selber auswählen oder Songs so ein bisschen ändern oder was auch immer. Und das war super cool, das war sehr schön. Und ja, wie gesagt, also einfach die Chancen selber zu ermöglichen und nicht zu warten oder so von, oh mein Gott, nichts passiert, haha, dass man, ja, dann mach selber was. Mhm. Ja, und das finde ich, ja, das finde ich echt eine, und das ist in Amerika wirklich viel, glaube ich. Also, das, ja, das habe ich, glaube ich, mitgenommen von, der letzten, von dem letzten Mal, als ich da war. Total gut. Ja. So, in, ich war vor 3 Jahren in Kalifornien. Mhm. Ich hatte auch so ein Aha-Erlebnis. Ich war in Santa Barbara und bin da an den Strand runter und da hatte ein homeless Person, hatte einfach nur so ein Tuch aufgezogen und dann mit einem Stift so, so Kreise drauf gemalt und darüber geschrieben, das ist ein Wishing Well. Mhm. Und wenn du in die Mitte hineintriffst mit deinem Geld, dann, dann hast du gewonnen quasi. Und ich weiß noch, ich stand da und dachte mir so, der sitzt nicht an der Ecke und wartet, ob ihm jemand etwas gibt, ob er Glück hat, sondern der hatte eine kreative Idee, hat was draus gemacht und da war richtig viel Geld drin. Ja. Und ich dachte mir so, ja. Ja, super. Genau, ja. Das einfach mal machen und danach evaluieren, ob es okay war oder nicht, aber einfach mal so kreativen Impulsen folgen. Genau. Ich glaube, das ist gerade in unserem Job, wo, wo wir, wie du sagst, so oft einfach nur erfüllen und abliefern müssen, ein bisschen ausgeliefert sind, sieht mich jemand in der Rolle oder nicht, so gut mal wieder den anderen Muskel ein bisschen zu trainieren und zu sagen, ja, ich mache einfach mal. Ja, super, das ist auch super spannend, aber es öffnet auch wieder so viel. Ja, genau, stimmt. Voll cool. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Bei Bodyguard war mir, genau. Genau. Wie war es da für dich? Oder wie Bodyguard ist da? War's? Nein, wie war es da für dich? Bodyguard war super. Also ich fand, wie gesagt, Bodyguard war auch natürlich wieder so ein... Weil nach Dolores habe ich gedacht, es kommt keine größere Rolle für eine dunkelhäutige Frau. Ba, ba, ba. Dann kam Bodyguard. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, früher Whitney Houston war mein... Ja. Wie gesagt, als Kind habe ich auch auf Whitney Houston getanzt. Also für mich war das natürlich wirklich unbedingt eine Audition gemacht und dann habe ich es bekommen und dann geht es natürlich erstmal los, oh, kann ich das überhaupt? Dieses, oh mein Gott, Whitney Houston, 14 Whitney Houston Songs an einem Abend und bla 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 bla. Ja. Naja, das, wird, das Ganze wird dann wieder abgespielt und dann, ja, wie gesagt, wenn es dann anfängt, geht es auch, aber weil man hat keine Zeit, sich darüber zu stressen, man muss. Aber wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Wie kann man sich denn auf 14 Whitney Houston Songs am Abend bitte vorbereiten? Ja, naja, eine Sache ist auf dem Laufband singen. Das habe ich gemacht, ja, auf dem Laufband, damit man eine Condition aufbaut. Ah, okay. Weil Queen of the Night war der Eröffnungssong von der Show und das war mit Tanz, halbnackte Männer, nackte Männer und sexy Tänzerinnen und erstens wollte ich, dachte ich, ich muss abnehmen, weil die alle so gut aussehen. Und zweitens musste ich einfach durch diesen Song kommen, weil das war echt viel. Ja, wie gesagt, dann laufen und rennen, solche Sachen. Solche Sachen.
einfach natürlich so viel möglich versuchen, die Songs zu singen, auch alle zusammen, damit man Stamina aufbaut und so. Ja, und wie gesagt, irgendwann geht das dann auch. Ne? Krass. Ja. Aber wie gesagt, wieder super viel gelernt. Ich fand das auch schön, weil das war natürlich ist kein typisches Musical. Mhm. Das ist auch mehr mit, wenn man das muss man auch gut schauspielen. Mhm. Und das war auch schön, weil da waren auch ein paar also Leute, die nur vom Schauspiel kommen. Also mhm. da konnte man natürlich auch wieder ein bisschen von lernen und so. Ja, habe ich auf jeden Fall wieder viel gelernt, auch über meine Stimme. Das war auch eigentlich, dann habe ich auch realisiert, dass alles eigentlich ziemlich entspannt war. Sie singt, klar singt sie hoch und viel und so, aber irgendwie ist das alles sehr organisch. Mhm. Und ich habe dann, ich weiß noch, was ich damals sagte, so, oh, Dolores fand ich anstrengender. Ach, ja, okay. Ja. War dann auch weil man da, glaube ich, von der Stimme her, von der Sprechstimme mehr lauter gesprochen hat und so. Ja. Und das war bei Bodyguard alles nicht notwendig. Mhm. Ja, also ja, wirklich, eine schöne Zeit. Traum in Köln war witzig und dann dachtest du, aber jetzt bin ich mit den Großen. Dann kam Tina, also bei Tina, nach Bodyguard, genau, dachte ich, nach Rachel Marion kommt keine größere Rolle für eine dunkelhäutige Frau. Dann kam Tina Turner und da habe ich gedacht, ey Leute. Give us a break. Naja, ich, Diana for a change. Ich erzähle dir eine Sache, oder euch, ich wollte gar nicht zu dieser Audition. Was? Ich wollte, weil ich dachte, für mich war es so, bei Bodyguard war es natürlich Whitney, geht es um Whitney Houston, aber sie hat Rachel Marion gespielt. Also mhm. man konnte da noch wegkommen, dass man nicht so gesungen hat wie Whitney Houston. Ja. Das ist hier natürlich die Geschichte von Tina Turner. Also meiner Meinung nach soll man auch so anhören wie Tina Turner. Yeah. Und ich habe gedacht, das mache ich nicht. Ich kenne gerade meine Stimme. Ich habe gerade viel gearbeitet mit meinem Gesangscoach, um meinen Sound kennenzulernen und bla bla. Ich mache meine Stimme nicht kaputt. Bla bla bla. So. Und dann kam diese Audition. Das hieß ja noch Workshop. Schon alles klar. Dann bin ich dahin und da mussten wir, ich glaube, 3 Szenen und von 5 Songs mussten wir, glaube ich, 2 aussuchen. Mhm. Und ich war die Woche davor krank und ich glaube, die Audition war an einem Donnerstag oder so. An einem Dienstag konnte ich erst wieder ein bisschen singen. Dann habe ich so ein bisschen gelernt und so. Und dann habe ich noch versucht, noch meinen Agent angerufen, gesagt, ich bin krank, vielleicht müssen wir absagen. Nee, er hat gesagt, so, du gehst. Das ist wirklich nur, dass ich so, oh, okay, dann bin ich dahin. Und ich hatte noch mein iPad dabei, weil ich nicht mal die Texte richtig konnte und so. Super. Na gut, und dann habe ich Szene gespielt und ich weiß noch, dass die Associate Choreographer, Director war da und sie hat dann gesagt, in einer Szene hat sie gesagt, oh, I can really imagine you with your crown, mit den Mähnen. Und da habe ich gesagt, ach, das hast du bestimmt zu jedem. Ich gesagt, okay, whatever. Gut, habe ich gemacht und dann, ich weiß jetzt nicht, ob die dann gesagt haben, noch eine Runde, ob das dann wieder Workshop hieß oder ob es dann Recall Finals waren. Dass ich dachte, wait a minute, what happened with the first round? So. Und das war an einem Montag und das war, ich hatte 10 Tagen Stress, weil ich bin in der Woche, eine Woche eingesprungen bei Bodyguard in Stuttgart. Yeah. Ich hatte meine letzten 2 Shows für Jesus Christ Superstar in Wiesbaden. Ja. Habe ich zwischendurch auch noch gemacht. Ich war in der Audition auch noch für Bad Out of Hell. Und genau, also es war 10 Tage, dass ich dann, und ich musste noch einmal irgendwas nach Köln. Keine Ahnung. Ich bin jedenfalls von Wiesbaden nach Stuttgart, nach Hamburg, wieder zurück, bla bla bla. So, ne? Ja. Und diese Finals,
die waren an dem letzten Tag von diesem Marathon. Ja. Also ich bin dann Montagmorgen aus Stuttgart nach Hamburg geflogen, schnell hier nach Hause. Ich habe gedacht, oh, was ziehe ich an? Also okay, ich ziehe das hier an, egal, who cares? Und dann bin ich hier, ich weiß, ich bin noch hier zur Bahn gelaufen und ich habe fast geweint. Und ich dachte, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Und dann gab es, oh, die hatten auch noch extra Szenen geschickt und so. Und habe ich, weiß noch, glaube ich, an einem Sonntagabend habe ich die noch schnell ein bisschen halb so gelernt. So, ja. Also. Und ja, ich, wie gesagt, ich bin zur Bahn gelaufen, ich habe fast geweint. Und dann das Einzige, was ich gedacht habe, ist, Niasa, Tina Turner hatte schlimmere Tage als du. Also, you suck it up and you go. Das, ja, genau. Also, dann bin ich zu dieser Audition und dann, das war dann auch nicht so schlimm, weil man musste nicht alles machen, was sie vorbereiten mussten, ja. Und bla bla. Ja, das war dann eigentlich, ja, genau. Und dann irgendwann, das Einzige, wir mussten dann auch tanzen und das Tanzen ist nicht schwer, aber es ist einfach schnell, ja. Und es ist viel und in Absätze. Und meine Kondition war in der Zeit nicht so gut. Ich war das Schwerste, was ich je gewogen habe damals. Und ich habe mich fast übergeben. Oh nein. Ich dachte nur, oh mein Gott. Und natürlich, und dann hieß es, weil wir waren zu fünf, und dann hieß es, ja, Niasa, okay, you two dance to ihr tanzt zuerst vor. Und dann war so, nee, geh du mal zur Seite. Niasa, alleine. Du musst hier alleine vortanzen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich dachte nur, und dann natürlich so, nichts los ist. Danach dachte ich, ich könnte jetzt auf den Boden stürzen. Natürlich nicht gemacht, weil ich dachte, die dürfen nicht sehen, dass ich hier keine Kondition habe. Ja. Oh mein Gott. Genau, und dann, ja, genau, und dann, ja, dann, danach muss ich noch singen. Da haben sie uns noch mal ein paar von uns reingeholt, um noch mal länger zu singen. Und ich, da dachte ich wirklich, ja, ich habe eine gute Audition gemacht. Aber, ja, nö. Ich weiß nicht, ich dachte einfach, ich hatte gar kein Gefühl dabei. Oder so. Ja. Ich dachte nur, es ist nicht schlimm. Es dachte, also es war noch eine andere Person, da dachte, okay, wenn es um eine bestimmte Position geht, dann, wenn es um uns beide geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich es, ne, ja, so, was man so da so hört und so. Aber ich habe das dann, dachte, ja, whatever. Ja, und dann, ich würde sagen, eine Woche später oder so, vielleicht eine Woche und eine halbe später, saß ich auf dem Fahrrad in Köln und habe mich getroffen mit Guy. Ja. Und Guy van Damme, weil ich war auf dem Weg zu ihm. Ja, dann bekam ich den Anruf. Ja. Genau. So viel zum Thema, dass man nie in seinem Gefühl vertrauen, ja, kann nach einer Audition. Das, ja, gibt's ja gar nicht. Genau. Wie lustig. Und ja, und dann war es natürlich, und dann, ich hatte, das war das Wissen, ich hatte zwei Angebote in dem Moment. Und die haben bei mir die Wahl, die Entscheidung gelassen, ob ich, was ich machen wollte. Was machen möchtest, genau. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nach London, um mir alles anzuschauen, die beiden Shows anzuschauen und dann zu gucken. Und dann habe ich die eine Show gesehen und dachte, ja, kann man machen, witzig, cool. Und dann habe ich einen Tag später Tina gesehen und dann dachte ich, oh my God, I'm terrified. Also am Ende dachte ich nur, und dann habe ich, ja, dann dachte ich, ja, dann muss ich das machen. Musst du das machen, ja, was dir Angst, ja, macht. Genau, so funktionieren wir, ne? Genau, und dann habe ich also, dann habe ich das bekommen, gemacht. Dann haben wir, bevor wir angefangen haben mit den Proben, noch eine Woche, so eine Bootcamp-Woche habe ich bekommen. Dann waren die eine Woche hier, haben wir schon durch den ganzen Score gesungen und waren wir noch in London, um so schon mal die Tanzsachen zu lernen, schon noch mal zu schauen, ein paar Sachen anzuprobieren schon. Ja, und dann ging es 3. Januar los mit den Proben und das war, wie gesagt, wieder Laufbahn singen. Und ja, diese Show ist so krass. Ja. Es ist auch echt ein bisschen, ja, wie gesagt, das ist jetzt die dritte Show, wo ich super viel lerne und es ist auch ein bisschen Therapie irgendwie. Inwiefern? Ja, weil, wie gesagt, die Emotionen sind so viel und so hoch und so groß und so tief in dem Stück und es sind so, wie gesagt, ich versuche ja immer so Sachen zu finden, die bei mir passiert sind
Und da sind echt so ein paar Momente, dass ich denke, okay, es ist vielleicht nicht so schlimm, so heftig gewesen, wie es bei ihr war, aber Ähnlichkeiten oder so, dass ich denke, oh, oder dass ich weiß, oh, das kann ich genau da herholen oder... Und ja, das sind dann bestimmte Sachen, zum Beispiel meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 war zum Beispiel. Ja. Und manche Situationen davon, ja, merke ich, ja, kommen jetzt wieder hoch und, aber ist auch okay, ne? Ich lasse es auch, ich erlaube das dann auch. Ja, es ist irgendwie schön, man, ich ja, finde da irgendwie eine Ruhe drin oder so, keine Ahnung. Ich kann es nicht so gut erklären, aber es fühlt einfach gut, es ist so, it's okay, so fühlt es sich an, so. Genau, und dann, ja, die Rolle an sich ist natürlich, wie gesagt, man ist die ganze Zeit auf der Bühne, es sind 22 Songs. Deswegen. Ich bin schon so gespannt, was das Leben dir danach dann hinwirft, weil ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, was noch kommen soll. Nee. Ich habe gesagt, jetzt wo ich Tina Turner spiele, denke ich jederzeit Doppelshow Bodyguard. Ja, wirklich. Es ist so, das Publikum reagiert so geil irgendwie, das ist so... Man sieht einfach, dass die Leute wieder zurückgehen in der Zeit oder dass sie mal bei einem Konzert waren oder die rasten aus teilweise. Yeah. Es ist echt was Besonderes, ja. Wow. Und ja, und da, wie gesagt, die Probezeit da war auch, ne, das, wie gesagt, das war 2 Monate, normalerweise sind es ja 6 Wochen, also wir haben 8 Wochen geprobt, inklusive Previews. Und da war es auch, ja, wie gesagt, weil es so viel ist, ich bin dann ganz oft nach den Proben noch geblieben, eine Stunde, Stunde halb, um für mich selber Sachen zu machen, weil sonst hätte ich das nicht hingekriegt. Das ist einfach, das hätte ich nur mit nur Schauen nicht geschafft. Ja, und dann gab es auch während der Probezeit schon ein paar ganz heftige Momente, weil unsere Erstbesetzung war krank. Und dann am nächsten Tag sollte Erwin Bach kommen, das ist der Mann von Tina Turner. Und wir hatten eine kleine Presentation und das hieß dann, Yasa, you're doing this. Da bin ich noch extra geblieben, haben wir noch ein paar Sachen gesungen und so und bla bla bla. Und ja, da, wie gesagt, dann will man eigentlich natürlich ausflippen, ausfreaken und denken. Und sich in der Ecke verstecken? Genau, wie soll ich das machen? Kann man natürlich nicht. Ja. Ja, also der war dann da am nächsten Tag und der war auch, habe ich ja gemacht. Und aber schwitzen galore. Das war so krass. Also. Aber du musst ja in der Zwischenzeit schon Wonder Woman sein. Wenn du denkst, dass dir das Leben da schon alles quasi hingestellt hat, sei es Whoopi Goldberg, sei es Tina Turner, oder Whitney Houston, das ist ja Wahnsinn und du hast das alles gemeistert. Ja. Das muss doch krass was mit dir machen. Ja, eigentlich schon. Auch wenn ich bin, das ist, es sollte viel mit mir machen und manchmal glaube ich das auch, aber ich denke immer, es ist dein Job. Also, es ist ein Job, Punkt. So denke ich, das ist ganz, statt zu denken, oh mein Gott, wirklich, das hast du gut gemacht oder was auch immer. Ja, klar, habe ich, aber irgendwie bin ich da sehr, weiß nicht, was hart ist oder so, aber ich denke, das ist ein Job. Humble. Ja, nicht hart. Vielleicht ein bisschen zu humble, weil man darf natürlich auch, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, ne? Ja. Verstehe es nicht falsch, aber irgendwie, wenn dann Leute sagen, oh mein Gott, aber dann, ja. Da komme ich nicht so gut mit klar, deswegen. Aber man muss ja auch nicht eben dramatisch stolz auf sich sein. Man muss ja nicht, also dieses, oh mein Gott! Oder dieses, krass, das ist dein Leben. Ja. Also das ist jetzt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Genau. Und schön. Ja. Ja, und dann gab es noch so einen Moment, weil wir haben dann getaggt durch die Show. Und das ist super lange gelaufen. Eigentlich wollten sie mit der Erstbesetzung mir gleichzeitig taggen. Das haben sie auch angefangen, aber irgendwie hat es so lange gedauert. Da haben sie gesagt, Yasa, wir hören auf mit dir. Irgendwann bekommst du Proben. Wir müssen jetzt einfach mit der Erstbesetzung weiter taggen. Da habe ich auch gesagt, verstehe ich total. Ja. Und an dem Abend
wie gesagt, diese Rolle ist super krass. Ne? Und wenn man eine Tech-Woche macht, als Dina ist man einfach tot. 8 Stunden auf der Bühne. In skimpy, kleine Outfits teilweise und so. Ne? Und es war trocken, natürlich kalt. Das hat noch so nach diese Holz, die haben ja gesät. Ja. Und man hat das Gefühl, dass man das Holz so eingeatmet hat und so. Schön. Und an dem Abend hat sie dann ihre Stimme verloren. Oh nein, boah. Und wir alle so, okay, mal gucken. Und dann hieß es, he has to get ready. So, okay. Here we go again. Ja, also dann bin ich, das war, glaube ich, wir waren so bei What's Love Got to Do with It, der zweite Akt schon. Ja, dann musste ich die Show to end attacken quasi. Krass. Und ich habe dann auch die Generalprobe gespielt. Und dann war wieder Erwin Bach, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich die ganze Show gespielt hatte. Und er war wieder da. Und er war wieder da. Also ich dachte, here we go again. Hat er was gesagt zu dir? Ja, nee, der war, also nach dem, das erste Mal war ich schon super happy mit allem. Weil er meinte, für ihn auf Deutsch kommen die Sachen nochmal härter an als auf Englisch. Ich war Deutsch. Ja, also, ja. Und dann hat er war super happy, glaube ich, auch. Ne, dann. Ja, und dann habe ich auch die erste Preview gespielt. Mhm. Und das war auch super krasse Erfahrung, weil das so, ja, das Publikum ist so crazy ausgerastet. Also ich dachte, ich habe nur gedacht, wenn das jetzt immer so ist, keine Ahnung. Ich konnte auch nicht schlafen, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil der Adrenalin war so hoch und so viel. Ja, also super crazy Show, aber super gute Show. Und jetzt geht die Show nach Holland. Genau, und ich werde in Holland die erste setzen. Nice! Ja, sehr spannend. Ja. Also, da, als ich das gehört habe, dass das alles so ein bisschen passiert, dann habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht. Dann wieder, ne? Wieder. Kann ich das überhaupt? Ich mache das schon. Ja, warte, erinnere dich. Ja, genau. Ich mache das ja schon. Also, aber einfach, keine Ahnung. Der Kopf macht einfach Sachen. Und nach 13 Jahren gehe ich wieder nach Holland. Das fängt also, die Proben fangen 10. Dezember an. Mhm. Premiere ist 9. Februar. Mhm. Und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also, ich versuche mich jetzt mental und physisch so gut wie möglich vorzubereiten. Ja. Ich bin bei einem Ernährungsberater, damit man einfach weiß, was fit hält und so. Ich auch mit einem Coach rede ich, damit ich einfach so, keine Ahnung, Ängste, Dinge besprechen kann. Ich fühle mich ready. Ja. Ich fühle mich jetzt ready. Aber es ist auch ein Teil, was ich natürlich... ein Teil, was ich gar nicht im Griff habe. Weil in Holland wird das immer sehr groß gemacht, auch mit... Weil in Holland... Medientechnisch alles medientechnisch, so aufgezogen, ne? Genau. Genau, und ich habe zufällig letztens, das war witzig, ein Freund von mir hat mir geschrieben, ich sagte, wann wird es bekannt gegeben? Und ich hatte es ihm noch nicht erzählt, weil ich wollte ihn überraschen. Und dann meinte ich, am 21. Oktober. Und dann hat er gesagt, weil es gab ein Interview im Fernsehen mit Albert Verlinde, der Boss von Stage Entertainment. Und dann hat der Interviewer gefragt, ja, und wer macht dann Tina Turner? Also ja, ich weiß es schon, aber ich erzähle es noch nicht, aber warum denn nicht? Und dann hat er gesagt, ja, können wir dann raten? Also nein, wir kennen sie nicht, das ist ein neues niederländisches Talent. Und dann habe ich das, ich habe das dann zurückgesucht, ich habe das aufgesucht und ich habe es gefunden und ich habe dann nur gedacht, wie krass, dass er von mir redet jetzt, ne? Ja. Und weil du bist gerade total ausgerastet und der Moment ist bei mir noch gar nicht gekommen. Nein, ne? Sie kann immer noch. Ja, ich bin noch immer so, vielleicht mit der bei der Premiere, ich keine Ahnung, ich habe noch nicht gehabt, so, oh mein Gott. Ah, das kommt noch. Keine Ahnung, aber so kommt es, aber dann versuche ich es wieder wegzudrücken, das wäre genial, bleib ruhig. Ja, also das wird sehr, wie gesagt, sehr spannend. Ich weiß nicht mal, ob ich noch Holländisch reden kann auf einer Bühne. Ah, natürlich. Natürlich. Und in Utrecht bin ich wieder in Holland. Ja. Erstmal für ein Jahr und ein halb. Und was macht das mit dir?
Holland, wieder in Holland zu sein. Wieder in Holland zu sein und dann so nach Holland zurückzukommen. Ja, das ist schon sehr cool. Wie gesagt, keiner kennt mich. Die Leute, die mich kennen, dann war ich Ensemble in Lion King in 2004. Ja. Genau. 15 Jahre später. Und dann in der Rolle zurückzukommen, das ist eine Bombe. Also einfach. Es ist crazy. Ich kann es, wie gesagt, ich fühle mich ready, aber irgendwie ist es auch so verrückt. Und das ist auch das, wovon wir gerade geredet haben, dieses, was man alles erreicht hat und wie hart ich gearbeitet habe, um hier zu kommen. Und was, wie gesagt, als du mich gefragt hast, tut es dir was, wenn du nicht die Aufmerksamkeit bekommst oder so? Ich finde auch, ich verdiene es auch, traue ich mir jetzt zu sagen. Ja, absolut. Auch wenn es mir noch immer um die Geschichte geht. Also weil die Geschichte von Tina Turner ist wirklich so eine schöne Geschichte. Über Hoffnung, Feuer, harte Arbeit, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann und viel erreichen kann. Und ich finde es einfach wichtig, dass ich die Chance kriege. Oh. Ja! Dass ich die Chance kriege, dass in meiner Sprache, auch wenn ich nicht weiß, ob die noch sprechen kann auf der Bühne, in meiner Sprache, in meinem Land, wo ich geboren, aufgewachsen bin, auf meine Art und Weise erzählen zu dürfen. Das ist... Aber guck mal, was das Leben da gemacht hat. Es hat dich durch 13 Jahre von immer die Geschichte zuerst und auch, es hat dich ja genau zu dem Menschen gemacht, der du bist, der jetzt da mit total demütigem Herzen hingeht und sagt, ja, ich habe diese Chance und ich verdiene sie auch, aber es ist trotzdem immer noch die Geschichte über allem. Ja. Wen Besseren hätten sie denn da aussuchen können? Das ist ja nur perfekt. Gott, ich freue mich! Dankeschön. Das ist so ein Happy End. Das ist so ein Märchen-Happy End gerade. Ja. Wow, Niasa. Genau. Ja. Crazy, ne? Okay, jetzt stelle ich dir noch schnell 4 Fragen zum Schluss. Yes. Und zwar, erste Frage. Was ist dein liebster Platz im Theater? Ich liebe es, ein bisschen so vor der Show in meiner Garderobe zu sein. Mhm. Ich liebe es auch während der Probezeit, einfach so im Auditorium, irgendwo ein bisschen hinten. Ja. Beine so auf die Stühle so. Das mag ich. Und was ich auch sehr mag, ist, wenn die Show vorbei ist, wenn alles eigentlich schon weggeräumt ist und dann auf der Bühne zu stehen und dann im Publikum zu schauen. Mhm. Das finde ich, das ist so magisch. Ja. Ja. Genau. Voll. Ja. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater? Liebstes Geräusch im Theater. Ich glaube, also ich würde sagen, in dieser Show, ich rede jetzt mal von Tina, weil ich stehe schon auf der Bühne, wenn es losgeht, und dann hört man so das Publikum reden, man hört Backstage noch ein bisschen, aber so Leute noch ein bisschen, und dann irgendwie ist es still, man hört das alles, aber irgendwie ist es still in meinem Kopf. Und dann atme ich ja immer noch mal gut durch und dann, let's go. Cool. Genau, bei Bodyguard weiß ich auch, weil dann wurde man ja immer hochgefahren und dann stand man da, oh, das war die best entrance in dem Stück, die ich je hatte. Da kommt man so von oben, Feuer, fliegende Männer, alles. Und ich weiß auch, dass der da oben stand und dann habe ich auch immer so, okay, ein paar Worte mit mir geredet, so, okay, alles okay. Und durchatmet, Augen zu und dann, das ist die Musik angefangen. Und dann, aber auch, das war dann auch ein bisschen, weil man konnte nirgendwo hin. Man stand da oben, war fest. Ja. Man konnte, also, ich habe früher auch mal gehabt, dass man einen Moment hat, dass man dachte, wenn ich jetzt könnte, würde ich jetzt wegrennen. Genau. Und das ging dann natürlich gar nicht. Keine Chance. Nee, keine Chance. Ja. Cool. Ja. Ja, das finde ich schön. Das heißt, die Ruhe vor dem Sturm eigentlich. Genau, ja. Cool. Ja. Auch sehr geile Antwort. Ja. Hast du denn, ich meine, das ist jetzt ein bisschen,
schwierig, aber hast du denn eine Lieblingsrolle oder eine Bucketlist-Rolle, die du unbedingt noch spielen möchtest? Ja. Ich habe immer gesagt, Color Purple, Celie. Oh Gott. Wenn ich die Rolle spielen kann, dann kann ich auch, dann kann ich in die Rente. Oh, okay, fantastisch. Ja, genau. Oh, das wäre auch endlich mal, das wäre Zeit, dass sie es holen eigentlich. Es ist schon lang genug da. Ja, ich weiß nicht, ob ich denke nicht, dass es in Deutschland funktionieren würde. Glaubst du nicht? Nee, glaube nicht. Also meine Eltern haben es am Broadway gesehen mit mir und die haben ganz schlecht Englisch verstanden. Mhm. Die haben nur geflennt. Oh. Die waren hin und weg, weil die Geschichte so oder so, die berührt einfach. Ja. Das ist schon immer. Schon seitdem ich es gesehen habe, ich habe es damals, die Originalfassung gesehen. Ja. Saß ich 5. Reihe mit meiner Mutter und Schwester, waren wir auf Broadway. Ich habe nur geweint. Also es war vorbei und ich habe noch so die Ugly Cry gehabt. Und dann habe ich auch noch den Revival gesehen vor ein paar Jahren mit Cynthia Erivo, Jennifer Hudson und Daniel Brooks, heißt sie, glaube ich, von Orange is the New Black. Ja. Ja, mega. Den habe ich auch, ja. Oh, das war so cool. Okay, und die letzte Frage. Ja. Hast du irgendein Motto? Ein Motto? Ich sage oft, was ich oft sage, ist auf Holländisch, sage ich es eigentlich oft, aber wir gaan het meemaken, wir werden es erleben. Mhm. Also, was auch, wenn irgendwas kommt und ich weiß nicht, wie es geht oder so, wir werden schon sehen. Irgendwie wird es schon gut kommen. Das, ja. Ja. Ja, wir werden sehen, wie es geht. Und wie gesagt, bei mir. Ich traue mich zu sagen, dass bisher eigentlich alles, was ich wollte, geklappt hat. Und da glaube ich fest dran. Also, und natürlich Standard, aber war everything happens for a reason. Mhm. Genau. Auch wenn man so oft, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist unfair oder was auch immer. Es hat mich alles gemacht, zu wem ich heute bin. Mhm. Wir werden sehen. Wir werden es erleben. Ja, das war sie auch schon. Die erste neue Folge Musical und mehr im neuen Jahr. Was euch weiterhin erwartet, ich würde mal sagen, der Februar bringt uns nach Wien zu einem ganz besonderen Gast. Florian Stanek. Nicht nur Musical-Darsteller, nicht nur großer Musical-Preisträger. Nein, in der Zwischenzeit kann man bereits 3 seiner Stücke im deutschsprachigen Raum bewundern. Und wie es ist, den Spagat zwischen Darsteller und Autor zu schaffen, wie sich der Kuss einer Muse anfühlt und wie Florian seine Ideen dann schließlich auch noch zu Papier bringt, das hört ihr beim nächsten Mal.